Neben dem Key. Oh, so, hier oben. Da ist noch so ein Wachhund. Auch wieder Sicherheitspersonal, ne? Ja. Das ist noch ein Audiolog, den will ich noch gerne mitnehmen. Aber ich weiß, dass da unten dieser blöde Wachhund ist. Komme ich von hier dahin? Ich fange an, mir Sorgen zu machen. Seit wir angefangen haben, Teammitglieder mit Neurolinks auszustatten, dreht er langsam am Rad. Und ja, wir haben sein Implantat wieder und wieder gecheckt. Ich habe langsam Angst, er kriegt eine Art psychischen Totalausfall. Er driftet komplett ab von der Realität. Wir befinden uns seit über einem Jahr in der Humantestphase. Ich meine, wir sind das Entwicklungsteam und er ist der leitende Softwareingenieur. Aber er besteht darauf, dass seine Gedanken nicht seine eigenen sind. Dass da jemand bei ihm ist. Krankes Zeug. Aber bekloppt, oder? Den weiß ich, kenne. Den kenne ich auch noch. Der hat mir das Leben auch schon mal zur Hölle gemacht. So, du hattest nämlich irgendwie eine tolle Waffe. Das ist toll, aber du hattest eine neue Art Waffe. Codename Siegfried. Da war nicht so ein Ding. Da hat der mich nämlich mal aus dem Hinterhalt den Siegfried über den Dudes gehauen. Der Doofe. Wenn man dann noch nicht mal neue Dinger dazu bekommt, das ist echt nervig. So. So, da muss ich mich hier nochmal kurz zurechtfinden. Dafür brauchen wir die Drohne. Komm mal her. So. Vitalinjektion V3, das ist schon mal gut. Und da oben ist wieder so ein blöder Hund. Das ist noch so ein Hund. Oh Mann. Muss ich mir gucken, dass ich da irgendwie gucke, dass ich nicht dahin gehe. Sondern irgendwie. Das habe ich gewusst. Und ich muss jetzt den ganzen Weg wieder laufen, weil es ist so Mäusemelken. Weil ich jetzt keine Vita-Injektion mehr hatte. Jetzt muss ich wieder komplett außen rum rennen. So, können wir was aufwerten? Nee. Aber wir haben... Nicht da. Ausrüstung da, ja, da haben wir die neuen Waffen gefunden, genau. Organizer, haben wir neue Sprachdinger gefunden. Nein. Ja, Implantate haben wir auch ein paar neue. Oh, die ganzen Zusatzkerne, guck mal, die können wir alle...
erhöht Energiegewinn. Na komm. Noch weiter. Warum brauchen wir nachher nicht so viele? Haben wir noch mehr Implantate gefunden? Achso, ja. Ein paar. So. Guck mal, die können wir auch noch alle öffnen. Zack, zack, zack. Können wir bestimmt nochmal ein Level steigern. Üb. Okay, Leistung erhöhen. Nochmal. Und zack. So, was haben wir denn hier? Haben wir hier noch irgendwas Tolles, was wir nehmen können? Speichert Energie. Nein. Nein, den brauchen wir auf jeden Fall. Gut, dann nehmen wir den V3 hier rein. Der heilt nämlich ein bisschen mehr. Okay, dann gehen wir jetzt unser Altmetall holen. Zu eurer eigenen Sicherheit innerhalb der Servicestation. Ah, muss natürlich sein, dass ich da jetzt auf die Mütze krieg. Und ich wollte da doch nur diesen einen Knopf drücken, dass die Tür aufgeht. Ich sag, ich hasse diese blöden Hunde, hasse ich wie die Pest. Die sind. Bah, sind die. Die sind einfach. Bah. 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 Ja, ist klar. Ja, ist klar. Ist klar, natürlich. Bei allen anderen klappt das wieder. Nur bei mir natürlich klappt das natürlich nicht, weil der Hund sich natürlich am Vorbeispringen nochmal dreht und mir dann hinterher gleitet. Ist klar. Sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Ist in Ordnung. Sehe ich auch so. Wenn ich springe, drehe ich mich im Flug und fliege einfach weiter hinter ihm her. Wir sind nicht autorisiert, dich aufzuhalten. Aber es sind 20.000 Altmetall weg. Die Servicestation zu verlassen. Es ist so Mäusemengen. Also das war jetzt wohl wirklich. Oh. Mann, Mann, Mann. Also oh, heute ist ein Tag. Heute ist ein Tag. Muss ich. Ich würde mich jetzt nochmal hier durchprügeln. Ja, der da drin, der interessiert mich jetzt gerade gar nicht. Ja, danke. Ja, natürlich kommst du jetzt auch. Das war ja jetzt auch abzusehen. Zack. War ja auch abzusehen, dass er dann jetzt kommt, ne? Jetzt ist das auch egal mit dem Altmetall. Ah, guck mal. Da können wir uns nachher runtertroppen lassen zu dem einen Ding hin. Okay, das ist natürlich auch sehr. Gut. Ich mal behaupten. Ist auch noch was? Imker 2, nur Imker 2. Bitte beachtet. Ja. Dekontaminierung wurde angeleitet. Oh, das wollte ich noch nicht. Säuberungsteams sind auf Position. Ja. Zu eurer eigenen Sicherheit meidet bitte folgende Sektoren. Das wollte ich auch nicht. Gewächshäuser und Laboratorien. Gewächshäuser meiden. Oh nein. Der ist ja oben. Was soll der Schmarrn? Boah, jetzt war der oben. Ich glaube, den müssen wir gleich nochmal runterschicken. No money. Oh, ich freue mich schon auf den nächsten Boss. Der wird bestimmt auch nochmal. Der wird bestimmt wieder toll. Der wird bestimmt wieder richtig toll. Oh, gehen wir jetzt mal hier durch. Ja, Quio, hallo.
Nein! Oh. Den Verballer, das wollte ich doch nicht. Ein bisschen Energie aufbauen hier. Ich natürlich dann gleich wieder verballer, weil ich mich Trottel wieder heilen muss. Schaffe auch wieder nur ich. Okay. Auf ein neues. Da hinten ist der, da hinten ist der. Oh, müssen die denn jetzt so weit weg sein? To the Snowed? Kann der jetzt auch mal kommen? So. Haben wir noch den hier? Nee, ich werde den anvisieren. Hasse euch. Bluh. Hass. So, Zusatzkern aufheben. Holen wir nochmal den Brief ab. Ich weiß, die Lösung ist irgendwo hier. Direkt unter meiner Nase. Ja. Ich kann sie förmlich riechen. Aber wo? Die Langzeiteffekte von Lockdown deaktiviert. Systemneustart. Achtung. Zugangsbeschränkungen für diesen Sektor wurden aufgehoben. Bitte kehrt an euren zugewiesenen Arbeitsplatz zurück. So. Jetzt sind wir wieder hier. Schön. Das haben wir schon mal geschafft. So. Ich will genug Flammenwerfer haben. Ich will so einen Flammenwerfer haben. Warum gibt's denn keine Flammenwerfer? So, jetzt können wir nämlich auch hier vorne rein. Ich brauche Hilfe. Ja. Ein Cryo-Team ist aufgekreuzt. Ich konnte gerade noch in mein Labor flüchten. Im Augenblick bin ich sicher, weiß aber nicht für wie lange. Ich brauche Unterstützung. Bitte. Es sieht nicht aus, als wären sie hier, um mich festzunehmen. Oh. Da ist wieder so ein blöder Hund. Ja, komm. Ah, das ist so. Danke. Die Hunde, ne? Hallo. So kann man es natürlich auch machen. Oh, guck mal, der war.
bestimmt da oben. Zack. Oh, jetzt meldet sich mein Windows wieder zum Wort. Windows. Oh, du böser Geist. Ah, überladen. Stufe 22. Na, erwartet uns bestimmt eine tolle Überraschung. Ja. Um. Da-dum. Das müsste dann bestimmt hierfür sein. Was piept auch schon so schön hier? Recycling Buddy, Version 2. Ich muss denn hier unten links gehen. Wieder in die bösen tiefen Keller. Industrieller Elektromagnet. Ach, schon wieder so dunkel hier. Hier was? Nein. Sonst hätte er schon gepiept. Aber da ist einer. Hihihi, schnell weg. Ausdauerboost. Version 3. Das ist auch gut. Pump weg. Oh, da sind die. Endlich! Und keine falsche Gnade. Fressen oder gefressen werden. Ja, ist in Ordnung. Wenn ich denn da rankomme, dann... Dann zeige ich den schon mal, wo der Frosch die Locken hat. Nämlich ungefähr da. Und zack! So macht man das! Ist das sicher? Ja. Darf ich jetzt rein? Nein, 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 nein! Darf ich jetzt rein? Das war meine Arbeit. Das war mein verdammtes Leben. Fickt euch! Habt ihr gehört? Piep! Diese Stelle muss leider zensiert werden. Ich verstehe es nicht. Sie verdienen es nicht. Oh Mann. Gut. Jetzt dürfen wir rein. Schön. Nehmen wir jetzt mal das Ding hier auf. Den Energiekern da kannst du behalten. Sieht aus, als könnte deine Drohne ihn... Ja. Und jetzt... Guck mal, da ist auch noch was. Hallo? Irgendwas stimmt nicht mit der Verbindung. Die Formel ist korrekt. Es reicht und wir einfach... Hier. Na, sieh es dir an. Die Arbeit von Monaten. Vernichtet. Das ist ein Albtraum. Ein blanker Albtraum. Es tut mir so leid. Ich habe mich noch nicht mal bedankt. Sie wissen, was hier vor sich geht, oder? Meine Arbeit hier ist nicht offiziell. Ich bin nicht mehr Teil dieser Firma. Die Wahrheit ist, ich existiere nicht. Was immer geschehen ist, hatte nichts mit uns zu tun. Ich habe meine Theorien, aber solange ich nicht mehr Informationen habe, bleiben es meine Theorien. Ich habe seit Tagen nichts von meinem Team gehört und da draußen herrscht absolute Anarchie, sodass ich mit dem Schlimmsten rechnen muss. Ich weiß, ich schulde dir mehr als genug, aber ich muss dich um noch einen Gefallen bitten. Kommt auf den Gefallen an. Okay. Auf diesem Chip befinden sich wichtige Daten. Daten, die Resolve und vielleicht die Menschheit retten könnten. Ich muss dir damit vertrauen. Ich würde da draußen keine 5 Minuten durchhalten, geschweige denn es zur Vorstandsebene schaffen. Du bist meine einzige Chance. Bring ihn zu Bonham oder Fox. Sie sind beide im Vorstand und es ist entscheidend, dass sie ihn so schnell wie möglich erhalten. Okay. Her damit und die Sache ist erledigt. Mach schnell. Wir zählen auf dich. Okay, wir bringen ihn schnell zur Vorstandsebene. Das machen wir. So, jetzt haben wir ja dieses verbesserte Drohnen-Upgrade bekommen. Jetzt können wir auch hier oben. Zack. Dann ist irgendwo was unter der Tür. Ach ja. Das ist ja da, wo wir runtertroppen können. Wo war denn das? Kommen wir da wieder hin?
Wo war denn das? Ich weiß nicht, ob wir da hinten nochmal dahin kommen. Ich muss mir mal überlegen, wo das war, wo das dann war. Das war auf jeden Fall nicht da. Hallo. Die Frage ist, wo das war. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Wir hätten das machen sollen, als wir die Stelle gefunden hatten. Das ist bestimmt noch was so mega krasses, tolles. Es war auf jeden Fall, wir mussten auf jeden Fall hier runter. Zack. War das vielleicht sogar gleich hier vorne rechts? Ja, das war hier sogar. So, wie kommt man da hin? Ja. Ha! Ihihi. Noch ein industrieller Elektromagnet. Na super. Hat sich ja gelohnt. Okay. Gehen wir jetzt erstmal nochmal in die Ops rein. Ja, das hat sich ja nun wirklich gelohnt. Solltest du nicht an deinem Arbeitsplatz sein? Kommunikationsmodul deaktiviert. So, aufwerten. Kann ich nochmal aufwerten? Nein, alles MK3. Und wir haben nichts MK3-mäßiges. Alle Verbindungen. Oh, aber. Implantate? Achso, Recycling Buddy. Da haben wir nochmal ein paar Zusatzkerne, die können wir ja nochmal destroyen. So. Ausdauerboost. Verbrauchsgegenstände. Haben wir auch nochmal ein paar. Zack, zack, zack. Organizer. Oh, haben wir so viele. Ja. So vieles. Blockiert. Kernleistung erhöhen. Ha, ein Level noch. Reduziert den. Das lassen wir erstmal so. So, jetzt können wir nämlich wieder erstmal. Sei vorsichtig da draußen. Zurückfahren.